Ich bin dran. Das Poppet klingelt. Da braucht jemand Hilfe. Oh, du hast recht. Ryder? Du bist nicht Ryder? Ich weiß. Ich passe auf Ryders Hunde auf, Frau Bürgermeisterin. Keine Sorge. Die Paw Patrol kommt gleich, um zu helfen. Alle Hunde in den Turm. Eigentlich sagt Ryder jetzt Paw Patrol zur Zentrale. Alles klar. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Ich meine Kathy. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ich meine natürlich Kathy. Jetzt hab ich's. Danke, Fellfreunde. Also, was macht Ryder als nächstes? Er sagt uns, welche Hunde er braucht und was genau sie tun sollen. Okay. Also, um den Postboten zu retten, brauchen wir Marshall. Du musst deine Feuerwehrleiter ausfahren, um ihn vom Baum runterzuholen. Und du musst dich beeilen. Wow, Marshall macht's. Und Sky, dich brauche ich auch. Du musst mit deinem Hubschrauber Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta sicher auf den Boden bringen. Ich heb jetzt ab! Also gut, Paw Patrol, dann legen wir jetzt los. Ich glaube, du meinst, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ja, genau. Keine Angst, Herr Postbote. Marshall wird sie runterholen. Genau. Leiter hoch. Jetzt holen wir sie hier runter, Herr Postbote. Ich bringe Sie und Henrietta gleich runter, Frau Bürgermeisterin. Rettungsgurt! Ich habe ihn! Das hast du gut gemacht, Sky! Ihr seid echt toll, Fellfreunde! Also, wie ist das heute gelaufen? Kathy hat alles super toll gemacht, Ryder. Ich wusste, sie schafft es. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber schnell, Freunde. Herrn Pfeffers Kuchen wurden von einem Wirbelwind erfasst. Und jetzt schleudert dieser Kuchenzyklon Kuchen in der ganzen Stadt herum. Chase, du musst die Leute mit dem Megafon vor dem Kuchenzyklon warnen, damit sie nicht hineingeraten. Und Rocky, du reparierst alles, was der Zyklon kaputt gemacht hat. Und Marshall, du machst mit deinen Wasserdüsen alles sauber, was von den Kuchen getroffen wurde. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Alles wieder schön. Gefällt's dir, Katzi? Kathy, geh sofort ins Haus. Oh nein, was für ein Chaos. Ryder! Der Kuchenzyklon hat eben Kathys Salon verwüstet. Wir sind unterwegs. Marshall, hilf Rocky, aufs Dach zu kommen. Leiter hoch! Greifer! Wasserdüsen! Tut mir leid, Rocky. An mir hat kein Kuchen geklebt. Ryder, ich kann den Kuchenzyklon von hier aus sehen. Los, komm, Fellfreunde. Solange heiße Kuchen in dem Zyklon sind, wird er niemals aufhören, sich zu drehen. Sky, Rubble, ich brauche eure Hilfe. Ich heb jetzt ab! Rubble ist der Retter! Sky, dein Haken, heb Rubble hoch! Jetzt flieg ihn über den Kuchenzyklon und lass ihn langsam runter. Wenn du drin bist, schlag die Kuchen mit deiner Schaufel raus. Schaufel! Juhu! Bam! Volltreffer! Ja, Rubble, gut gemacht! Ja! Mit Tintenfischfüllung. Vielen Dank für eure Hilfe, Paw Patrol. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Kätzchen vom Bürgermeister sitzen im Clownmobil von Hupsi und rasen wie wild durch die Gegend. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Sky. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Habt keine Angst, Kätzchen. Ich hab dafür gesorgt, dass jemand kommt, um euch zu retten. Das Auto muss langsamer werden. Sky, lass Hupsi vorsichtig runter auf das Auto. Gut, Hupsi. Und jetzt zieh den Schlüssel ab. Du musst den Schlüssel irgendwie lockern. Am besten geht's mit Öl. Oh nein, durch das Öl rutscht er aus. Er hat es geschafft. Das war gute Arbeit, Hupsi.
Oh, meine Kätzchen, ihr seid in Sicherheit. Ja! Juhu! Hilfe! Rocky, Zuma, wir brauchen Verstärkung. Rocky rockt. Ab ins Wasser. Ihr müsst euch beeilen, ihr fährt direkt zu Alex Party. Passen Sie auf. Der Bürgermeister macht meine schöne Geburtstagstorte zu Brei. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr habt meine Torte gerettet und meine Party. Danke, Paw Patrol. Das haben wir doch gern gemacht, Alex. Falls eure Clown-Vorstellung wieder mal in Gefahr ist, ein Hupen reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Robohund, folge dem Signal zur große Felsenschlucht. Dort hat Herr Segelohr sein Handy verloren. Und außerdem sind Wölfe bei ihm. Über der großen Felsenschlucht zieht doch das Gewitter auf. In der Schlucht liegen Felsbrocken herum und dafür brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Marshall. Da du gut mit Tieren sprechen kannst, musst du den Wölfen sagen, dass sie sich von Herrn Segelohr fernhalten sollen. Ich bin der Rettungshund. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall, fahrt in Richtung Südosten in die Schlucht rein. Dort befinden sich Herr Segelohr und die Wölfe. Und so sag ich den Wölfen, dass sie verschwinden sollen. Oh nein, kommt etwa noch ein Wolf? Gut gemacht, Marshall. Dann rette ich mal Herrn Segelohr. Ryder, wir haben ein Problem. Und wir haben noch ein Problem, Ryder. Das Gewitter, das wir vermeiden wollten, es ist schon fast da. Wir müssen Herrn Segelohr schnell da rausholen, bevor die Schlucht vollläuft. Marshall, führ deine neuen Freunde in den Paw Patroller los. Rubble, versuch den Felsbrocken aus dem Weg zu räumen. Robohund, raus aus der Schlucht. Warum sind die Wölfe denn hier? Keine Angst, wir sind Freunde. Frau Bürgermeisterin, was ist los? Danny in seinem Vogelkostüm ist los. Er ist hoch oben in der Luft. Er ist von Adlern entführt worden und jetzt fliegen sie mit ihm davon. Falls er seinen Helm mit der Videokamera aufhat, haben wir Glück. Dann können wir seinen Flug verfolgen. Einen Augenblick. Hier ist Draufgänger Vogel X und dieser Flug ist mein spannendstes Abenteuer aller Zeiten. Wir müssen ihn unbedingt retten. Kein Adler zu groß, keine Pfote zu klein. Wow! Eine Landung, wie sie mir gefällt. Oh, ich verstehe. X-Fans, die allerbesten gefiederten Fluglehrer versuchen Draufgänger Vogel X das Fliegen beizubringen. Tut mir leid, Flattermänner, aber ich hebe nicht ab. Hoppla! Oh, danke für die Hilfe. Hey, ich kann es! Danny denkt, dass er fliegt, aber in Wirklichkeit hüpft er nur. Wir müssen ihn irgendwie warnen, aber er kann uns nicht hören. Ich weiß. Chase, du bringst Danny mit der Flugkamera das Walkie-Talkie. Flugkamera! Die Speziallieferung ist schon auf dem Weg. Cool, es regnet Walkie-Talkies. Können wir später reden? Ich bin mitten in einer Flugstunde. Danny, hör auf zu hüpfen. Wir kommen dich retten. Wir streichen die Flugversuche. Hilfe! Wahnsinn! Kommt schon, Flügel! Fliegt! Oh! Ab sofort überlässt du das Fliegen mir. Danke für die fliegende Rettung, Paw Patrol. Gern geschehen. Du weißt ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Im Museum geht etwas sehr Seltsames vor sich. Wir müssen rausfinden, was da los ist. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase.
Du musst deine Taschenlampe benutzen, um nach Hinweisen zu suchen. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hier scheint ganz schön was los gewesen zu sein. Wasser? Wo kommt das denn her? Ich glaube, deshalb sind die Lichter wohl ausgegangen. Guck mal, die Wassertropfen enden bei diesem Taucheranzug. Ah! Es ist der Tintenfisch, er rennt weg. Also, eigentlich rollt er weg. Stopp, Tintenfisch! Folgt dem Tintenfisch! Er rollt auf das Wasser zu. Ich fange ihn ein. Netz! Hab dich! Ihr habt den Tintenfisch von dem hilflosen Hineinfallen in die Tiefen des Meeres bewahrt. Oh, sieht so aus, als wollte er zurück ins Wasser. Wir sollten ihn in seine felsige Heimat zurückbringen. Tolle Idee, Captain. Und ich kenne genau den richtigen Hund für diesen Einsatz. Da sind die felsigen Felsen. Sieh mal, mein Kleiner, du bist fast da. Taucherhelm. Herzlich willkommen zur großen Eröffnung unserer Ausstellung. Danke, Paw Patrol. Ohne euch wären wir in ein tentakeliges Tohuwabohu verteut. Wir helfen gern. Wenn wieder mal ein Tintenfisch zurück ins Meer muss, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Mit Bauarbeiterausrüstung. Danke, dass ihr so schnell hergekommen seid, Freunde. Irgendwas hat die Blockhütte von Onkel Herbert kaputt gemacht. Armer Onkel Herbert. Wir brauchen jede Pfote, um Onkel Herberts Hütte wieder aufzubauen. Und deswegen startet jetzt ein ultimativer Bauarbeitereinsatz. Wir brauchen einen Bauexperten, der die Leitung der Gruppe übernimmt. Rubble. Mit deinem ultimativen Baufahrzeug. Rubble ist der ultimative Retter. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich weiß, ich bin nur noch mal rausgegangen, um meinem Freund Bernie was zu futtern zu bringen. Und auf einmal, bang! Das ist sehr viel Arbeit, Onkel Herbert. Aber du weißt ja, die Helfer auf vier Pfoten kriegen alles wieder hin. Kommt her und packt alle mit an. Ich hab nicht mich gemeint, sondern die Trümmer. Marshall, schmeiß die Dampfwalze an und mach den Boden glatt. Wow. Und Zuma, du bohrst Löcher für die Pfosten. Die Wände richten wir mit deiner Seilwinde auf. Seilwinde! Gut gemacht, Bauarbeiter! So stabil wie die Hütte jetzt ist, kriegt sie keiner mehr so schnell kaputt. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Polizeieinsatz? Ihr wisst ja, die Königskätzchen waren auf dem Weg in die Abenteuerbucht. Waren? Was willst du damit sagen? Sie sind verschwunden. Ich glaube, dass wir für diesen Einsatz alle Hunde brauchen. Chase, du bist der Polizeihund. Also wirst du heute der Anführer sein. Ja, verstanden. Das ist ein Fall für Polizeihund Chase. Und nun möchte ich euch bitten, die neuen Mitglieder unserer Chaos-Kätzchen-Truppe ganz herzlich zu begrüßen. Warum fahren wir so langsam? Ach, das habe ich mir doch gedacht. Es wird nicht geschlafen. Auf! Ihr auch, Königskätzchen. Jetzt schaufelt ihr. Sofort anhalten, Bürgermeister Besserwisser. Na gut, dann mache ich es eben selbst. Der Bürgermeister hält nicht an. Ich habe eine Idee. Rocky, Sky, also ihr begebt euch so schnell ihr könnt nach oben auf den Berg. Und dann, Sky, lässt du das Nagelband aus dem Hubschrauber fallen. Rocky, du legst es quer über die Straße.
Das ist meine Statue, nur damit ihr es wisst, die gehört mir. Und wo sind unsere Gäste? Elisabeth, Heinrich! Willkommen in unserem bescheidenen Städtchen. Und nochmals danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Dieser Bursche ist nicht mal annähernd so talentiert wie ich. Oder, Kätzchen? Ach, ist doch nicht schwer, so schöne Musik zu spielen, wenn man eine so gute Gitarre hat. Das ist es. Oh, meine Gitarre, sie ist weg. Wir müssen sie unbedingt finden. Ich rufe besser die Paw Patrol. Hey, was soll das? Wollt ihr nicht meine wunderbare Musik hören? Kommt sofort zurück mit der Gitarre. Meine Gitarre! Der Hügel ist zu steil, um raufzufahren. Wir müssen laufen. Ich hol Verstärkung. Sky, wir brauchen vielleicht Unterstützung aus der Luft. Verstanden, Ryder. Ja, ich bin der Flughahn. Oh. Freunde, ich kann die Gitarre riechen. Sie ist in dem hohlen Baumstamm. Ich hol sie mit meinem Wurfhaken. Meine Gitarre! Gustav! Oh, Hilfe! Da hat wohl jemand den Aufzug bestellt. Rettungsboot! Hey Gustav, alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut, dank Sky. Aber meine Gitarre steckt immer noch in dem Baumstamm. Nicht mehr lange! Vorparken! Hab ich dich wieder. Danke, Paw Patrol. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Kinder, aber ich bin völlig erledigt. Wow, Tante Gutherz, ich habe noch nie einen Erwachsenen so hüpfen sehen. Was soll ich sagen? Ich bin noch nicht so alt für solche Hüpfspiele. Also, wer hat Lust auf leckere Weintrauben? Ich. Ich auch, bitte. Wunderbar. Aber wo habe ich meine Handtasche gelassen? Ich hätte schwören können, dass sie eben noch hier war. Ich weiß, dass ich meine Handtasche hier auf diese Bank gelegt habe. Aber jetzt ist sie nirgendwo zu sehen. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen hat in meiner Handtasche geschlafen. Und jetzt ist sie weg. Mhm. Wir brauchen die Paw Patrol. Chase, sieh mal mit deiner Wärmebildbrille in dem Gebüsch nach. Wow, Wärmebildbrille! Ich sehe etwas. Henrietta! Nein, nur eine Krähe, die eine Weintraube frisst. Hey, Tante Gutherz hatte doch Trauben in ihrer Tasche. Und da ist noch eine. Und noch eine. Sky, die Bürgermeisterin hatte Weintrauben in ihrer Handtasche. Kannst du welche sehen? Ich glaube, ich sehe da etwas. Ja, das sind Weintrauben. Eine Spur aus Weintrauben. Oh, eine Spur. Hier lang. Ich rieche etwas. Möwen. Die Möwen müssen mit der Tasche zum Strand geflogen sein. Sky, kannst du Henrietta sehen? Wir denken, sie ist irgendwo am Strand. Henrietta ist nicht am Strand. Sie ist auf dem Wasser. Zuma, Henrietta droht eine Wasserlandung. Du musst sie mit deinem Luftkissenboot auffangen. Auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Captain Tollpatsch verhält sich irgendwie seltsam. Er düst auf Draufgänger Dennys Raketenbord quer durch die Stadt. Für diesen Einsatz brauchen wir... Chase, du musst Captain Tollpatsch so schnell es geht aufhalten, bevor er noch irgendjemanden verletzt oder etwa sich selbst. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, sieh zu, dass du... Captain Tollpatsch? Ryder, ich bin nur kurz vor mein Board gestiegen und dann ist Captain Tollpatsch damit weggefahren. Das ist extrem merkwürdig. Nur keine Sorge, ich hol dein Board zurück, Draufgänger Danny.
scheiß Draufgänger Danny X! Captain Tollpatsch, aufpassen! Vorsicht, Captain! Sie fallen gleich runter! Scheint so, als hätte er Probleme, uns zu sehen und zu hören. Chase, los, ruf nach ihm, so laut du kannst. Lautstärke aufdrehen. Wuff, Megafon. Captain Tollpatsch. Chase, bist du das? Wuff, Netz. Danke, dass du mich sicher geschnappt hast. Oh, hey, ich kann hören. Aber verflixt, meine Brille ist futsch. Sonderlieferung. Das hast du gut gemacht, Zuma. Captain Tollpatsch, wir haben Ihre Brille. Bitte schön. Tausend Dank für eure Hilfe. Wenn Sie wieder mal Ihre Brille verlieren, ein Anruf reicht. Hallo, Abenteuerbootrennfahrer. Und, Neuzugang? Wer ist das? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich bin Baby Kid, der größte und beste Rennfahrer der Stadt. Dieses Rennen ist ohne Motoren, ohne Raketen und ohne Turboantrieb. Also auf die Plätze und fertig. Los! Ja! Das ist krass! Raketenantrieb, Start! Ich fahre so schnell! Wow! Ganz so schnell. Upsi. Ich glaube, Alex und Baby Kid brauchen unsere Hilfe. Kein Seifenkistenflitzer zu schnell, keine Pfote zu klein. Wir kriegen das schon hin, Alex. Zuma bringt dich wieder zurück auf die Strecke. Das geht ganz schnell. Wuhu! Danke, Paw Patrol. Tschüss. Sehr gut, Zuma. Ich sehe mal nach, wie weit Chase mit Baby Kid ist. Ich bin hier, um dich zu retten. Was? Ich gewinne! Verflixt! Wo krieg ich denn hin? Bürgermeister Besserwisser auf einer Rakete. Oh, jemand muss mich retten. Beeilung. Es ist höchste Zeit. Ich hol sie da runter. Nur keine Panik. Tja, das sagst du so leicht. Du sitzt nicht auf dieser Rakete, die außer Kontrolle ist. Ja! Das ist ja noch mal gut gegangen. Gerade eben. Du bist der Abenteuerbucht-Seifenkisten-Champion! Danke, Frau Bürgermeisterin. Aber ich hätte es nie geschafft ohne die Paw Patrol. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir wissen nicht warum, aber Bauer Alfreds Kulinda ist oben auf Jakes Berg. Wir müssen sie runterbringen, bevor der Schneesturm schlimmer wird. Oh nein. Das ist nicht gut. Für diesen Einsatz brauchen wir Everest. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Und Sky. Ruff, ich heb jetzt ab. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Snowboard. Ganz ruhig, Kuhfreundin. Wir holen dich wieder runter. Sky, flieg besser weg vom Felsen. Der Wind ist zu stark. Ich breche ab, aber wir müssen uns schnell was einfallen lassen. Kulinda hat Angst. Dir passiert schon nichts. Wir holen dich hier irgendwie raus. Wirklich schade, dass Kühe nicht Snowboard fahren können. Everest, das ist eine tolle Idee. Rocky, ich habe einen Auftrag für dich. Wie kann ich euch helfen, Ryder? So geschickt wie du bist, kannst du doch bestimmt super schnell ein Snowboard bauen, auf dem eine Kuh fahren kann. Rocky rockt. Du wirst das toll machen. Auf geht's, frohen Mutes. Kuhslalom. Ja, das machst du richtig gut. Verlagere dein Gewicht, dreh die Schultern. Ja, juhu. Du hast es geschafft, Kulinda. Du bist eine ganz besondere Kuh. Kulinda, wir sind so froh, dich wiederzuhaben. Euch allen vielen Dank.
Ihr habt sie gerettet und ihr eine neue Sportart beigebracht. Es war uns ein Vergnügen, Bauer Alfred. Falls mal wieder eine Kuh einschneit, ein Anruf reicht. Also, Fellfreunde, die Tiere sorgen für Chaos im Schloss. Wir müssen sie einfangen, bevor jemand verletzt wird. Und der Graf hängt am Turm fest. Oh nein, oh nein, oh nein. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Flughund. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Die Pfotenmission geht los. Paw Patrol! Wollen Sie mal fliegen? Oh, danke schön. Gern geschehen. Ruff, Lasergitter. Ja, so ist es brav. Und jetzt kommst du mit. Huh? Chase, Marshall kommt jetzt mit ein paar tierischen Freunden. Hierher, Marshall! Zur Falltür! Ach, das sind alle gewesen. Aber wie sind die Tiere eigentlich ins Schloss gekommen? Ich glaube, das war Schnuffinchens Werk. Sie hat die Krone! Und die gebe ich nicht mehr her. Ihr erwischt mich nie. Darf nicht da lang. Ich glaube, er geht unter. Zuma, sieh dir das mal an. Ryder, der Elefant versinkt im Schlamm. Wir müssen ihn schnell rausholen. Chase, wir brauchen sowas wie ein Luftkissen. Drei, zwei, eins und los. Gerettet. Das habt ihr alle gut gemacht. Die Krone gehört mir. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Onkel Herbert braucht uns. Er hat sich auf die Suche nach der Goldmine gemacht und ist in eine Falle getreten, irgendwo tief im Dschungel. Verflixt und zugenäht. Oh nein. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du suchst mit deiner Flugkamera den Dschungel ab. Das ist ein Fall für Chase. Und Tracker, du setzt deine Kabel und dein Supergehör ein, um Onkel Herbert zu finden. Und dann kannst du ihn mit deinem Universalwerkzeug befreien. Ich bin ganz Ohr. Und schon geht's los. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Onkel Herbert ist bestimmt hier gewesen. Aber wo ist er langgegangen? Chase, du suchst mit deiner Flugkamera in dieser Richtung nach ihm. Alles klar. Wupp, Kamera! Tracker, du suchst in der Richtung und versuchst, Onkel Herbert mit deinem Supergehör zu orten. Alles klar. Ruff, Kabel! Onkel Herbert, hallo! Oh, oh, schon ganz schön spät. Das heißt, es wird bald dunkel. Aber ich schaff das. Onkel Herbert braucht mich. Hola, hallo? Ist irgendjemand hier? Das klingt merkwürdig. Onkel Herbert! Oh, 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 du glaubst nicht, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Halte durch. Ich hol dich runter. Ja, welch ein Glück. Universalwerkzeug. Puh. Ich danke euch, Paw Patrol. Und es tut mir leid, dass ich euch solchen Ärger gemacht habe. Ach, kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. In der Stadt gibt es einen neuen Bösewicht. Wir wissen nicht, wer es ist. Aber wir wissen, dass er über Superkräfte verfügt. Wahnsinn, wer auch immer es ist, er ist super schnell. Und super stark. Darum brauchen wir für diesen Einsatz Super Rubble. Du musst mit deiner Superkraft die Schienen wieder gerade biegen. Und Super Rocky, du musst mit deinen Energiewerkzeugen die Schienen ganz schnell wieder zusammenbauen. Alles klar, die Superhunde legen los. Was hat der Superbösewicht mit den Schienen gemacht? Nichts, was ich nicht wieder hinbiegen kann. Hallo, hier ist wieder eure Tilly täglich. Heute berichte ich von der Bahnstrecke, die in die Abenteuerbucht führt. Oh, oh, da kommt der Zug ja schon.
Rocky, bau die Schienen so schnell du kannst wieder zusammen. Rubble, wir müssen den Lokführer warnen. Alles klar. Sie müssen anhalten. Die Schienen sind kaputt. Oh nein, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Ich krieg das hin. Das Gleis ist repariert. Alles okay, Rubble. Danke, Superhunde. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Die Superhunde haben den Zug gerettet. Probleme auf dem Zickzackweg. Mulas Hacker ist mit Henrietta weggelaufen und Bürgermeisterin Gutherz hängt an einem Ast fest. Wir müssen die Bürgermeisterin befreien. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Flughund. Und außerdem brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Tut mir leid, Ryder. Bis jetzt noch nichts. Warte! Oh, das ist Sky. Immer schön lächeln. Ich hab sie gefunden. Aber wir sollten uns beeilen. Okay, Chase, hol jetzt dein Netz. Schöne Aussicht. So, jetzt wollen wir Mulaterka und Henrietta holen. Sky? Ich folge jetzt dem Pfad nach oben. Ryder, ich habe sie gefunden, aber sie sind auf einer wackeligen Hängebrücke und die sieht nicht sicher aus. Ich habe eine Idee. Tracker, bitte komm. Hallo, Ryder. Ich bin ganz Ohr. Was hast du auf dem Herzen? Flugbereit, Tracker? Ich fang dich auf. Hab dich. Oh, Henrietta, du bist in Sicherheit. Danke sehr, Tracker. Hey, Mulaterka. Sieh mal, was ich habe. Ryder, du hast es geschafft. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein I-A reicht. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Bürgermeister Besserwisser hat ein paar Wasserwanderschuhe stibitzt. Und jetzt ist er unterwegs zur Schildkröteninsel, aber die ist von gefährlichen Felsen umgeben. Er könnte sich verletzen. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Du musst mit deinem Schaufelbagger die Felsen wegschieben, damit wir zur Insel kommen. Rubble ist der Retter. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Da ist sie ja, die Nachbarstadtinsel. Land in der... Ups, ich krieg die nicht ausgezogen. Auch egal, ich werde jetzt diese Insel erobern. Hiermit erkläre ich diese Insel zur Nachbarstadtinsel. Komm zurück, du kneifender Fahnenklauer. Eine Grube auf meiner Insel? Dafür habe ich keine Erlaubnis erteilt. Ich kann alle Felsen zurückbringen, wenn wir wegfahren, Ryder. Ist eine gute Idee, Rubble. Wir wollen ja den Lebensraum der Schildkröten nicht verändern. Also wo ist der Bürgermeister? Da lang! Kommt schon, Fellfreunde. Sieht aus wie eine Grube, in der eine Schildkröte ihre Eier ablegt. Oh, oh. Der Schildkrötenmutter wird es nicht gefallen, dass der Bürgermeister in ihrem Nest sitzt. Rubble, wir brauchen deinen Kran. Hab verstanden. Halten Sie durch, Bürgermeister. Wir holen Sie raus. Beeilen Sie sich. Oh nein, das Riesenviech mag keine Bürgermeister. Holt mich hier raus! Danke, dass ihr mich gerettet habt, Paw Patrol. In der Nähe dieser Monsterschildkröte zu sein, ist nun ja nicht witzig. Kein Problem, Herr Bürgermeister. Wenn Sie wieder mal festsitzen, ein Anruf reicht. Die Helfer auf Ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Wir werden dringend in Bellenburg gebraucht. Dann ist das wohl eine Pfotenmission. Robohund, wechsle sofort in den Tarnmodus. Paw Patrol, ich bin so froh,
Ihr Porträt, genauer gesagt. Chase, sieh nach, ob du in der Nähe der Staffelei Hinweise findest. Ryder, dieser gelbe Fleck auf dem Boden riecht irgendwie nach Käse. Oui, das ist die außergewöhnliche Zutat in meiner schnell trocknenden Farbe. Los, folge dem Geruch, Chase. Es ist Schnuffinchen, sie hat das Gemälde. Schnuffinchen, wo ist das königliche Porträt? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Das ist ein Bild von mir. Das ist der Geruch von François' Käsefarbe und er geht von diesem Bild aus. Ich würde gern noch bleiben und schnuppern, aber wir müssen los. Schnuffinchen würde nicht mit dem Bild fliehen, wenn es in Wirklichkeit nicht das Porträt der Prinzessin wäre. Meine Nase sagt mir das Gleiche. Die Puppenmission geht los! Schnuffinchen, wie ungezogen von dir, mit meinem königlichen Gemälde fangen zu spielen. Ich habe es nicht weggenommen, meine Prinzessin. Siehst du? Danke, dass ihr es zurückgeholt habt, Paw Patrol. Gern geschehen. Wenn euer Gemälde wieder mal verschwindet, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Ruff Ruff Gang sitzt mit dem Reisebus von Bürgermeisterin Gutherz auf dem Twister-Tafelberg fest. Die Bürgermeisterin und die Touristen kommen jetzt nicht mehr weg. Hilfe! Für diesen besonderen Einsatz brauchen wir Wildcat. Krallenstark! Dieser Kater ist bereit für eine wilde Fahrt. Und Rubble. Rubble ist der Motorretter! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Alright! Ich bin so froh, dass ihr hier seid! Und wir werden ihnen helfen. Rubble, fang an, den Weg freizuräumen. Wird gemacht, Ryder! Miau! Super Raketenantrieb! Das ist eine tolle Show! Miau! Wollknollwerfer! Oh, ein Hochseil! Darauf wollte ich schon immer mal balancieren. Ich brauche keinen von den Superhunden, um gerettet zu werden. Und eine Katze schon gar nicht. Drahtkappe, es ist sicherer, wenn... Die Ruff Ruff Gang weiß schon, was sie macht. Wildcat, wir müssen die Kontrolle über den Bus bekommen. Rubble versucht unten die Felsbrocken rechtzeitig wegzuräumen. Kannst einfach einfahren. Es tut mir leid, Motorrad. Mach dich bereit. Rubble, beeil dich! Ich hab eine Idee! Eine Rampe! Rubble hat eine Rampe gebaut! Wah! Wuhu! Ryder, Wildcat, Moto Patrol, danke, dass ihr uns gerettet habt! Und wenn die Ruff Ruff Gang wieder mal den Bus entführt, ein Anruf reicht! Endlich werde ich auch Superkräfte besitzen. Ich werde der superste Superbürgermeister aller Zeiten. Ich bin Superbesserwisser. Nicht doch, Kätzchen. Komm zurück. Pass gut auf. Der Zug mit den seltenen weißen Tigern, die in die Freiheit zurück sollen, wird bald eintreffen. Oh. Da sind sie schon. Oh, Miezekatzen. Oh. Super Miezekatzen, yippie. Hallo Kätzchen, ich hab euch Freunde mitgebracht. Ah, mein Kätzchen. Mein Kätzchen, mein Kätzchen. Bürgermeister Besserwisser, halt! Ich fange ihn mit meinem Netz. Miezekatze, Miezekatze! Was ist passiert? Ah, eine Schlucht! Ah, ein Tiger! Hilfe, Hilfe! Energienetz!
ein fliegender Tiger. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Herr Pfeffers Obststand ist mitten auf die Straße in den Verkehr gerollt. Nun steckt er fest und kann nicht weg. Aber es ist doch ein Straßenrandstand. Kein mitten auf der Straße Stand. Ganz genau. Also für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du musst mit deinem Megafon und dem Hütchen den Verkehr umleiten, damit wir Herrn Pfeffer in Sicherheit bringen können. Das ist ein Fall für Chase. Und Rubble. Du musst mit deinem Schaufelbagger den Stand wieder an Ort und Stelle bringen. Rubble ist der Retter! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ich bin hier, Ryder! Wir sind sofort bei Ihnen, Herr Pfeffer. Chase? Geht los! Ruff, Verkehrshütchen! Ruff, Megafon! Bitte beachten Sie die Hütchen und fahren Sie hier lang. Danke, Ryder. Haben wir gern gemacht, Herr Pfeffer. Fertig, Rubble? Fertig! Ich sammle die hier lieber auf, bevor die Autos sie zu Apfelmus fahren. Apfelmus. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, Fellfreunde. Drei Vögel in der Stadt sind verschwunden. Daher brauchen wir für diesen Einsatz Sky. Du musst mit deinem Hubschrauber aus der Luft nach Bertha, dem hübschen Beo-Vogel, suchen. Denn sie ist die Einzige, die fliegen kann. Ich heb jetzt ab! Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, ich habe die vermissten Vögel gefunden. Sie fliegen gerade davon. Hä? Alle drei, Sky? Aber Hühner und Strauße können nicht fliegen. Oh doch, wenn sie in einem Heißluftballon sind. Oh oh. Los, hinterher. Sky, versuch mit deinem Hubschrauber den Ballon runterzudrücken. Haltet durch, Vögelchen. Strauß im Sturzflug, direkt über uns. Chase, fang ihn mit deinem Netz auf. Ruff, Netz! Gut gemacht, Chase. Danke. Aber jetzt ist Henrietta ganz allein da oben. Reinhard, wir müssen sie so hoch bringen, dass sie das Ballonseil zu fassen bekommen. Marshall, komm so schnell du kannst mit deinem Feuerwehrauto her. Marshall, macht! Da bin ich, Ryder. Toll, fahr deine Leiter aus. Leiter! Also dann, Reinhard, sie wissen, was zu tun ist. Oh, gleich. Hab ich! Nur keine Angst, kleiner Passagier. Ich, der reisende Reinhard, werde diesen Ballon fachmännisch sicher zur Zentrale zurückbringen. Danke, Ryder. Und auch der Paw Patrol, dass ihr die kleinen Ausreißer gerettet habt. Wenn ihre Vögel wieder mal wegfliegen, ein Anruf reicht. Der Mais ist reif und kann geerntet werden. Henrietta schmeckt er bereits. Was ist das? Der Pflückomat. Damit ist die Maisernte blitzschnell erledigt. Das ist ja geradezu märchenhaft. Vielleicht kann der Pflückomat auch andere Sachen ernten. Damit würden wir viel Zeit sparen. Ja, er kann Steckrüben und Kürbisse ernten. Oh, Henrietta liebt diese Steckrüben. Wohin ist denn mein Handtaschenhühnchen nur verschwunden? Pflücken, pflücken. Oh nein, was ist denn mit dem Pflückomat los? Er ist außer Kontrolle. Und ich finde mein allerliebstes Lieblingshühnchen nicht. Wir rufen besser die Paw Patrol. Pflücken, pflücken. Sky, hast du schon Henrietta gefunden? Noch nicht, Ryder. Ich suche weiter. Oh! Rocky, kannst du sehen, was mit dem Pflückomat nicht stimmt? Hä? Nein, aber dafür habe ich Henrietta gefunden. Das Dumme ist nur, sie ist in dem Pflückomat. Sky, wir haben Henrietta. Sie ist in dem Pflückomat. Schon unterwegs.
Greifer. Hier, Henrietta, halt dich fest. Pflücken. Oh, wohin fliegt der Pflückomat? Na komm, Henrietta. Ich kenne jemanden, der sich riesig freut, dich wieder zu haben. Oh, Frau Bürgermeisterin, hier ist sie. Oh, ich danke dir, Sky. Du bist die Beste. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ihr wisst ja, auf einmal sind ganz viele wilde Kaninchen beim Osterfest aufgetaucht. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du musst mit deinem Katapult Leckerlis in der Gegend verstreuen und die Kaninchen damit in den Käfig locken. Geht klar, Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das ist keine Ente. Sieh mal, das Kaninchen ist doch total süß. Oh. Das übernehme ich. Na komm, ich hab was für dich. Ich weiß doch, dass dir die Karotten schmecken. Erwischt. Danke, Rocky. Oh nein, seht nur. Ein Kaninchen fehlt mir noch. Hoppel sitzt ganz oben auf dem Riesenrad. Sky, wir brauchen dich mit deinem Hubschrauber und deinem Körbchen am Riesenrad. Hoppel muss gerettet werden, beeil dich. Ja, ich bin der Flughund. Bitte ganz vorsichtig sein. Er ist sehr schreckhaft. Keiner sagt was. Alle verhalten sich ruhig. Körbchen! Ich bin so vorsichtig, wie ich kann. So, kleines Kaninchen, dann hüpf mal in das Körbchen. Du musst keine Angst haben. Wenn sonst keiner will, fahr ich eine Runde. Oh nein! Oh oh! Kaninchen kann nicht fliegen. Das war ein super Fang, Sky. Ja. Sky hat es geschafft. Vielen, vielen Dank, Paw Patrol, dass ihr unser Fest gerettet habt. Und diese entzückenden kleinen Kaninchen selbstverständlich auch. Und wenn wieder mal ein Kaninchen entwischt, ein Anruf reicht. Was? Alle gesund und munter? Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn mit dem Ententeich los? Wo ist das Wasser? Da rufe ich gleich die Paw Patrol. Was ist das für ein Geräusch? Es sieht ganz so aus, als hätte der Teich ein Abflussrohr. Wir müssen was runterschicken, um es uns genauer anzusehen. Spion Chase, wir brauchen dich und deine Flugkamera. Flugkamera! Okay, bin gespannt, was es zu sehen gibt. Das Rohr wird so breit wie ein richtiger Tunnel. Wie weit fliegt die Flugkamera denn noch? So weit. Sie ist an einer Stelle, wo etwas den Tunnel versperrt. Meinst du, dass darum das Wasser nicht mehr fließt? Wäre möglich, aber wir müssen selbst nachsehen. Zuma, wir machen eine Fahrt durch den Tunnel. Cool. Wenn wir ein paar Bretter abmachen, dann wird das Wasser wieder fließen. Und dann kann sich der Ententeich wieder füllen. Gute Idee, Ryder. Ganz langsam, sonst läuft das ganze Wasser auf einmal raus. Und jetzt nichts wie raus, bevor sich der Tunnel füllt. Jaha! Es wird alles wieder gut. Ryder sorgt dafür, dass ihr Wasser bekommt. Hallo Carlos, hallo Tracker, was gibt es? Jemand will den ganzen Dschungel auseinandernehmen, um eine Rennstrecke zu bauen. Wer auch immer es ist, er hat den Paw Patroller und er hat ihn mit Gepardenflecken angemalt. Oh, die Geparden! Was sollen wir denn tun, Ryder? Aufgepasst, hier ist der neue Paw Patroller! Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Robohund, los, bring uns in den Dschungel!
Ich werde alle Bäume umhauen. Das ist der größte Baum, den ich je gesehen habe. Wenn ich es schaffe, den zu fällen, dann macht er den ganzen Dschungel platt. Die Geparden gewinnt. Oh oh, das ist nicht gut. Die Geparden hat es wohl auf den großen Baum da vorne abgesehen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie den großen Baum umfährt. Robohund, du fährst jetzt direkt hinter sie. Schnell, Rubble, fahr den Abschlepphaken aus. Hab ihn! Robohund, volle Kraft! Wir müssen die Geparden retten. Ruff, Kabel! Danke, Ryder. Du und die Paw Patrol habt den Dschungel gerettet. Wenn wieder mal jemand auf die Idee kommen sollte, eure Bäume zu fällen, ein Anruf reicht. Die uralte und geheimnisvolle goldene Statue des Lupo. Und von wem sind die Riesenstatuen? Das sind Lupos Leibwächter. Hier steht, dass die Leibwächter stets die Befehle desjenigen befolgen, der die goldene Lupo-Statue festhält. So etwas fasziniert mich. Und sie ist grandios glänzend. Hoppla, das ist gar kein Glitzerstein. Es ist ein Stück von dem Meteoriten, der mir Superkräfte verleihen kann. Sie sich oder träume ich? Halt! Was ist das denn? Hört ihr etwa auf mich? Bringt mir diese Schatztruhe voller Gold! Ah, sie machen wirklich, was ich will? Ich habe eine Bande von Helfern, die meine Glitzersachen transportiert! Also aufgepasst, Superhunde, wir locken Ladybird mit der größten glänzenden Statue, die sie je gesehen hat, aus dem Museum heraus und holen uns die goldene Lupo-Statue zurück. Aber wir haben keine größte glänzende Statue. Lassen wir uns überraschen. Robohund bringt uns mit dem Superjet in die Wüste. Sehr gut. Und so geht es danach weiter. Es kann doch nicht so schwer sein, eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste zu finden. Sie ist wirklich riesig. Wie schön sie glitzert. Bringt die Statue in mein Museumsversteck. Erwischt, Ladybird. Das ist doch... Du bist doch keine Statue. Nein, ich bin ein Superhund. Und jetzt würden wir gern die goldene Lupo-Statue zurückhaben. Ich danke euch von Herzen, Paw Patrol. Ihr habt unsere kostbare Museumsausstellung gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Hallo, Herr Pfeffer. Was ist los? Bitte komm schnell. Mein neuer Roboter dreht total durch. Er hat einen Putzfimmel. Putzen! Putzen! Wenn das so weitergeht, passiert doch ein Unfall. Keine Sorge, Herr Pfeffer. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Putzen! Putzen! Was für ein Chaos! Chase, hilf mit deinen Hütchen und dem Megafon, das Chaos aufzulösen. Hütchen! Alle mal herhören! Hier entlang, bitte! Rocky, wir brauchen neue Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen. Reifer! Frau Bürgermeisterin? Oh, bitte helft mir! Putzen! Der Roboter von Herrn Pfeffer! Er will mir den schönen Teller wegnehmen! Ich habe Angst, dass er ihn kaputt macht! Wir kommen sofort. Wow, das hat er also mit all den Tellern gemacht. Wir müssen den Turm abbauen, aber zuerst brauchen wir eine Idee, wie wir den Roboter stoppen. Und ich weiß auch wie. Der Roboter will immer Dinge putzen. Wenn du dich schmutzig machst, Rocky, wird er zu dir kommen. Tja, Rocky, tut mir leid. Für die Rettungsaktion tue ich alles. Ich hoffe, es funktioniert. Putzen! Es klappt! Schraubendreher! Das
hast du gut gemacht. Und jetzt bringen wir den Besitzern ihre Teller zurück. Vielen Dank, Paw Patrol, dass ich meinen Teller wieder habe. Und genau im richtigen Moment. Pünktlich zum Mittagessen. Hey Marshall, wer sind deine neuen Freunde? Die beiden sind Zwillinge. Ist das nicht toll? Ich bin Ella. Und ich bin Tuck. Wir sind auf der Suche nach Lady Bird. Lady Bird? Hilfe! Ich bin der am besten aussehende Bösewicht, den diese Stadt je gesehen hat. Frau Bürgermeisterin. Ryder, eine seltsame Vogelfrau hat unser sauberes Auto in den Himmel gehoben und gegen unsere schöne Brücke gestoßen. Das ist Lady Bird. Es sieht so aus, als wenn sie gleich einstürzt. Wir kommen sofort. Die Superhunde legen los. Sieh nur, Henrietta. Super Sky ist hier, um uns zu retten. Ryder, die Bürgermeisterin und Henrietta sind tatsächlich in diesem Nest. Wir müssen uns was einfallen lassen, aber alle Superhunde helfen hier. Ich kenne zwei Fellfreunde, die helfen können. Wir? Ja? Zeit, Großes zu tun. Super Ella. Rubble, bring Tuck zum Nest von Lady Bird, die Bürgermeisterin retten. Geht in Ordnung, Ryder. Das Lasernetz ist ein großes Problem. Ich schlüpfe da durch. Tuck hat's geschafft. Eine super Rettung! Danke, Superhunde! Wir danken dir, Ryder und den Superhunden. Ihr habt mich, Henrietta und die Abenteuerbucht vor der Vogelfrau gerettet. Kein Problem. Ohne die Superzwillinge hätten wir das nicht geschafft. Ihr habt toll beim Aufbau mitgeholfen, Freunde. Wir werden morgen am Cowboy-Tag so viel Spaß haben, das weiß ich. Ich werde jubeln, je! Das klingt nach Ärger im Schweinepferch. Nanu, sie schlafwandelt. Ich steck fest. Ich ruf besser die Paw Patrol. Danke, Rubble. Wie geht's ihrem Fuß? Er ist voller Matsch, aber sonst geht's ihm gut. Ihr Freunde! Rubble, schieb die Heuballen rüber, um die Bürgermeisterin aufzufangen. Da ist sie! Chase, sie reitet direkt auf Oscar und Henrietta zu. Bin schon unterwegs! Sky, du musst sie aus der Luft retten. Wir müssen sie irgendwie vom Rand fernhalten, bis Sky hier ist. Chase, du musst da hoch. Saugnapfpfoten! Frau Bürgermeisterin, stehen bleiben! Habe ich irgendwas verpasst? Ich hatte einen tollen Traum. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder, Sir. Freunde, Bonsoir und Captain Tollpatsch haben Probleme mit einem Wal. Ah! Komisch. Wale sind eigentlich harmlos. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Wal sowas macht. Ich auch nicht, Zuma. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Aber zuerst helfen wir unseren Freunden. Für diesen Einsatz brauchen wir Zuma. Du lockst den Wal mit dem U-Boot von der Tauchglocke weg. Und Rubble, du drehst mit deinem Bagger die Tauchglocke um. Hurra, unsere Retter sind da! Der Walleiter auch. Zuma, vielleicht kannst du ihn weglocken. Hallo Wal, wollen wir Fang spielen? Ich wette, du kriegst mich nicht. Rubble, du bist dran. Dreh die Tauchglocke um.
danke, Rob. Jetzt aber nichts wie nach oben. Und los! Wo steckst du denn? Ach, da bist du. Was machst du denn da, Ryder? Irgendwas stimmt nicht mit dem Wal. Er scheuert ununterbrochen sein Maul. Kannst du erkennen, warum? Ich sehe jetzt, warum er das macht. Irgendwas steckt zwischen seinen Zähnen. Rocky, wir werden ihm jetzt die Riesenzähne putzen. Oh, der arme Kerl muss schlimme Zahnschmerzen haben. Wir müssen ihm die Zähne putzen und wir brauchen Zahnseide. Ich weiß, was wir nehmen. Du hast ein Seil dabei. Eine tolle Idee. Das Maul weit aufmachen. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Zähne gut, alles gut. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Hey, da ist ja meine Drohne. Die Steuerung funktioniert immer noch nicht richtig. Ich verstärke mal das Signal und dann... Oh, cool! Du hast es geschafft! Ja, du hast recht! Juhu! Oh, wow! Nein! Mein Schneemobil! Stopp! Es fährt ja von allein! Schneemobil auf der Flucht! Jetzt funktioniert sie ganz toll! Hey! Da fährt das Schneemobil, aber wo ist Everest? Wir sind hier. Und total erschöpft. Oh. Komm, Jake, steig mit auf mein Quad. Spring rein, Everest. Danke. Auf geht's, alle zusammen. Folgen wir dem Schneemobil. Rubble, schneid ihm den Weg ab und benutze die Laubsäcke als Stoßfänger. Alles klar, Ryder. Danke fürs Mitnehmen, Rubble. Kein Problem. Nicht so schnell, Schneemobil! Toll gemacht, Rubble! Tut mir leid, dass ich so ein Durcheinander angerichtet habe. Ist schon gut. Hast du wieder Probleme mit deiner Fernsteuerung? Ein Anruf reicht! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bauer Alfred, Bäuerin Yumi und ein paar Touristen sitzen in einem Reisebus mit einem kaputten Lenkrad. Das noch! Oh nein! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du bringst mit deinem Werkzeug das Lenkrad wieder an. Und Sky. Du hebst Rocky mit deinem Hubschrauber durch das Klappdach in den Bus. Ja, ich bin der Flughund! Seht mal, die Paw Patrol! Bereit, Rocky? Bereit! Kann losgehen, Sky! Festhalten! Danke, Sky. Ryder, geschafft. Das sieht gar nicht so schwierig aus. Ich muss einfach nur das Lenkrad wieder anschrauben. Schlechte Nachrichten, Ryder. Das Lenkrad ist in die Bucht gefallen und ich sehe keine Bremse. Ryder, der Reisebus fährt in Richtung Fluss. Oh, Ryder, die Zugbrücke geht hoch und wir können nicht anhalten. Robohund, fahr den Paw Patroller so schnell du kannst zur Zugbrücke. Versperren wir ihm den Weg? Nein, wir werden ihn einfach Huckepack nehmen. Danke, Paw Patrol. Ihr habt uns von der verrücktesten Stadtrundfahrt aller Zeiten gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder.
Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwissers Ball poltert überall in der Stadt herum und macht das schöne Melonenfest kaputt. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du kannst den Ball mit deinem Netz auffangen und verhindern, dass er noch mehr kaputt macht. Und Rocky. Du kannst mit deinem Werkzeug alles reparieren, was der Ball schon kaputt gemacht hat. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schnell, Chase, dein Netz. Ja, geschafft. Ja. Oh nein, so geht das aber nicht, du großer Möchtegern Melonen-Missetäter. Gut festhalten, wir werden sie retten. Und ich weiß auch schon die Richtige für diesen Einsatz. Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! Das war knapp! Dieser Ball hüpft ja wie verrückt! Wir müssen ihn so lange stoppen, bis Sky die Bürgermeisterin gerettet hat. Das ist es. Rocky, die Reparaturen können warten. Sieh mal in deinem Fahrzeug nach. Wir brauchen einen Basketballkorb. Seht mal! Es muss nur noch ein bisschen umgebaut werden. Jetzt ist es der größte Basketballkorb der Welt. Nicht groß genug, damit die künstliche Melone da durchpasst, aber groß genug, um sie aufzufangen. Auf geht's! Das sollte klappen. Gerade rechtzeitig. Chase, deine Tennisballkanone. Jetzt, Sky! Oh, danke, Paw Patrol! Wir helfen gern. Wenn Sie wieder mal auf einem Ball hüpfen, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.